Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, zusammen mit Super Mario Party. Und wie ihr sehen könnt, bin ich direkt dabei beim Rafting wieder mal durchzudrehen. Wir versuchen den Wasserboot-Rafting Diamanten zu bekommen. Und dafür müssen wir alle Flusskanäle, würde ich mal behaupten, erforschen. Und das ist jetzt der letzte. Ich habe euch die anderen erspart, das wäre langweilig bei allen dazu zu gucken. Aber ich bin gespannt. Oh, ein bisschen mehr Blasen hier. Bin mal gespannt, was denn passiert. Also, wir kriegen natürlich Diamanten. Dann hätten wir schon 3 Diamanten, denn wir haben den vom Singleplayer, haben wir schon. Vom Beatdance-Bühne, von der Beatdance-Bühne haben wir das auch schon. Den Diamanten. Jetzt fehlt uns noch der hier vom Rafting. Dann müssen wir nochmal das Paar-Spiel machen. Das heißt, wo man mit teammäßig die Spielbretter erforscht. Und ja, hoffe ich, dass es uns auch gelingt. Aber heute ist erstmal die letzte Runde vom Rafting dran. So, komm. Ein paar Ballons brauchen wir noch, um ein bisschen Punkte zu bekommen. Tatsächlich werden die Wasserrouten ein bisschen schwieriger zwischendurch. Aber eigentlich auch nicht so sehr. Also. So. Letzte. Naja, nicht ganz es geschafft. Das macht aber nichts. Mit 30 Sekunden, beziehungsweise 33 Sekunden extra kann ich auch leben. Tatsächlich ist es echt wichtig, die Minispiele unterwegs zu machen. Weil ohne kann man das, glaube ich, gar nicht schaffen, hinzukommen. Ans Ziel. Denn man hat ja nur 60 Sekunden, also man muss schon erhöhen auf viele Sekunden. Aber es müssen schon einige sein. So, da sind noch ein Minispiel da drüben, das holen wir uns noch. Komm, paddel, 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 paddel und paddel auch nochmal. Zack. So, ja, hier gibt es irgendwie, ich glaube, 6 oder 7 Minispiele sind das hier. Das hier ist jetzt das mit dem Bumerang werfen. Eigentlich ganz easy. Man muss versuchen, die Sanddinger auseinanderzuhauen, was eigentlich relativ easy ist. Man bekommt aber am meisten Punkte, wenn man den letzten zum Beispiel mit den 3 Köpfen abhaut. So wie ich das jetzt mache. Genau. Immerhin, ein paar Punkte geholt. Oh, Daisy war richtig gut mit 28. Oben könnt ihr ja mal sehen, die letzte Höchstpunkte, die ich mal erreicht habe, hier waren 99. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt die Welt, aber dadurch bekommt man halt ein bisschen mehr Zeit. Die Zeit ist wichtig, ihr seht. Kommen wir zur ersten Biegung sozusagen. Wie ihr oben sehen könnt, rechts könnt ihr sehen, ich habe alle erforscht, außer diese ja, ein, zwei Dinger da. Deswegen werden wir jetzt rechts abbiegen, um beim nächsten den linken Bogen nehmen zu können. Aber damit ich alles weiß habe, dass dunkler Graute nicht mehr da ist. So, Zeitbonus. Nochmal 3 Sekunden. Ich muss sagen, ich finde diese die Grafikqualität von dem Spiel echt gut. Also, gerade auch dieses hier. Ist natürlich alles vorgegeben so ein bisschen. Die Route. Das ist ein bisschen schlauchartig natürlich. Aber es sieht wirklich verdammt gut aus. Also, ich kann mich da nicht beschweren von der Grafik her. Für das Spiel hier reicht es allemal und das Wasser sieht auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Oh, wir müssen aufpassen für die. Nicht die ganzen. Oh, das geht, kostet uns natürlich immer ein bisschen Zeit. Aber hier müssen wir. Das Minispiel müssen wir uns leider holen. Zack. So, dann gibt es hier noch. Genau, hier müsste man mit den Kerzen rumgehen und die Kerzen anmachen. Ledermäuse muss man in der Nacht darauf achten, dass man die nicht trifft. Laufen hier rum. Arsch, jetzt hat mir einer erwischt, seht ihr? Werde ich noch weggeflogen. Hat so ein bisschen was von Luigi's Mansion. Finde ich. So, man sieht ja immer, wenn der Blitz aufgeht, dass da so ein paar von den Fledermäusen rumfliegen. Erwischt. Alle Kerzen in einer bestimmten Zeit anmachen. Müssen ja gar nicht so viel sein. Oh, wo ist noch? Ist da oben noch eine Kerze? Ah, sehr gut. 30 sind. Aber wir haben es nicht ganz in der Zeit geschafft. Wieder nur 30 Sekunden. 40 Sekunden kann man dann erreichen mit Rang S. Fertig. Ja, 33, man kriegt das Abklatschen auch mal 3 Sekunden. Vollkommen okay. Wie gesagt, ich habe mal eine Runde gespielt, da habe ich wirklich echt 3-4 Ballons verpasst und dann bin ich wirklich nicht ins Ziel gekommen, weil die Zeit wirklich zu knapp war. So, diese 3 Sekunden-Dinger kann man sich natürlich immer mitnehmen. Muss man eigentlich gar nicht, aber dabei sind. Ja, meistens, ja genau. Meistens kriegt man die eh wieder
Die 3 Sekunden lohnen sich nicht wirklich. Hammer, ne? Aber die Ballons, die lohnen sich auf jeden Fall. So. Haben wir den Ballon noch? Ah, den kriegen wir. Bam! So, welches Spiel kommt jetzt? Okay, Karten drehen, das ist wie so Memory. Memory bloß mit 4 Karten. Nicht allzu schwer. Start! So, merken wir uns eine Karte, die er hochhält. Der Kamek. Karo, okay. Jetzt dreht er sie um und verdreht die so ein bisschen. Aber immer nur 2, 3 Karten auf einmal. Also ich habe mir eine gemerkt, renn da so schnell wie möglich hin. Wo meine Kollegen die aufsammeln. Zack. So, das machen wir jetzt ganz schön, machen wir 4 Mal, bis wir komplett ein Skat-Kartenspiel voll haben. Und die Symbole vom Karten. Guck mal, ich merke mir das Peak hier oben links gleich schon, direkt vor Marios Nase fast. Gucken wir mal kurz. Dreht die um. Guck mal. Ich hab's auch schon mal gehabt, dass einer von meinen Computergegnern schon gerade zu der Karte, die ich mir gemerkt habe. Natürlich dumm, so wusste ich natürlich nicht, wo die anderen Karten waren, weil die habe ich mir nicht gemerkt. Aber so geht's auch. Spielt man es zu viert, ist natürlich praktisch, wenn jeder sagt, ich merke mir die, ich merke mir die, ich merke mir die, ich merke mir die. Weil dann passt alles wieder in der Herz von meiner Nase. Jetzt ist aber die 3. Runde und in der 3. Runde vertauscht er die 2 Mal. Einmal meine Herz, habt ihr gesehen? Jetzt dreht er das Ganze nochmal. Weil jetzt ist meine Herz vor Daisy. Geschnappen kann vor Daisy. So. So, jetzt müssen wir das Kreuzding noch finden. Dann sind wir durch. Okay, ich merke wieder Kreuz vor meiner Nase, was natürlich so wegfahren wird. Macht aber nichts. Die beiden, das dreht das ganze Blatt nochmal. Gut, ich muss also unten rechts hin. Schnell laufen. So. Okay, das haben wir jetzt schon mal 43 Sekunden wieder dazu bekommen. Also die 3 gleich noch fürs Abklatschen. Was natürlich sehr cool ist. Die braucht man auch ab und zu. Es kommen nicht ab und zu auch so Stromschnellen, wo einfach nur Felsen im Weg sind. Und das kostet so viel Zeit. Aber diese Spiele hier mit dem Rafting sind halt kürzer als die Spielbrettfelder. Und das ist ganz angenehm. Man kann einfach mal zwischendurch mal zocken. Hat aber allerdings auch nur diese 6-7 Spiele hier. Also es gibt keine anderen Spiele. Es ist nicht so, dass es hier, oh, dass es hier andere Spiele kommen. Es kommt wirklich nur diese paar Spiele. Also jetzt gerade eben, dass wir den Kerzen anzünden da, dann eben, wow. Wir noch? Ja. Kerzen anzünden, dann gibt es dieses mit dem Bumerang werfen. Ja, hier jetzt eine Bombe hinbringen. Und dann gibt es noch Pinguine, muss man noch eintüten, wenn sie nach Hause bringen. Und was gibt's da noch hier? Ja, mit den Ballons, das habt ihr gesehen. Naja, ihr werdet die anderen auch noch sehen. So. Das sieht eigentlich ganz simpel aus. Ich bin allerdings, ehrlich gesagt, auch schon 1-2 Mal runtergefallen. Also, muss nicht unterschätzen. Man versucht es ganz schnell zu machen und zack, macht man einen Flüchtigkeitsfehler. Und dann, aber Daisy schafft es auch. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall, wenn man unter 30 Sekunden hier landet, kriegt man nämlich schon einen A. Können wir noch kommen. Und bekommen auch den schönen Stern am Himmel. Kennt ihr jetzt noch Super Mario Bros. 3? Da gibt es auch immer, ganz am Schluss konnte man immer gegen diesen Kasten laufen. Da gibt es immer Sterne, Blume und Pilz. Hier ist es halt so, wenn man das schafft, kriegt man einen Stern. Schafft man es nicht richtig, kriegt man nur die Blume und sonst gibt es den Pilz. Hey, nur noch 10 Sekunden, glaube ich. Na gut, so, weiter geht's. So, jetzt müssen wir nach links. Das heißt, die anderen müssen paddeln. Ich paddel nicht, hör auf, Daisy. Daisy, hör auf. Also, wenn man Computer spielt, dann muss man natürlich aufpassen, dass die auch so paddeln, wie man es will. Weil man kann die irgendwie beeinflussen, das weiß ich aber jetzt nicht. Kann sie nicht beeinflussen. Machen halt, was sie wollen. Aber wenn ich aufhöre zu paddeln, paddelt meistens die rechte Seite. Das ist schon mal ganz gut. So, Ballons im Höheflug, ja. So, ein paar Schanzen, das macht schon wieder ein bisschen Laune. Und los. So, dann müssen wir natürlich auch mal Luft kriegen. Ballon. Locker. Ja, Diamanten einsammeln und in die Mitte bringen. Ist ganz simpel, ist aber ein Teamwork gefragt, denn man muss auch den Knopf drücken, damit die Blöcke verschwinden. Typische Mario-Blöcke. Und los geht's. So. Wenn einer im Weg steht, gibt man einfach ab. Auch ganz cool gemacht. Seht ihr das? Sie läuft entgegen und jetzt macht einer unten die Klappe auf, so wie Mario da oben. Kann ich mir diesen Dings holen? So, hol ich den Diamanten da unten noch. Daisy, das wäre jetzt dumm. Wie wär's, wenn du den anderen da oben holst? Danke.
Das war's, mehr können wir nicht machen. Der andere aber auch gleich loslaufen, genau. Schade, dadurch, dass Daisy so dumm gelaufen ist, haben wir natürlich einen Rang verloren. Ah, ärgerlich. Was soll's? Rang geschafft. Was? Ah ja, wir haben ja genug Zeit. Also es ist nicht so, dass wir jetzt in so Zeitdruck stehen. Mal da voll drin. Wow. Ah, ein bisschen Paddel noch. Das Wasser sieht echt ganz cool aus, ne? Also eigentlich. Natürlich nicht, jetzt kann man nicht vergleichen mit der X1 oder mit der PlayStation 4. Aber es ist schon ein Tablet nicht schlecht. Hui. So, die Hälfte der Strecke ist geschafft. Ah, ist natürlich dumm. Den kriegen wir noch. Nein. Kriegen wir noch? Ja. So. Oh, das ist auch eine nette Fische raus aus dem Wasser ziehen. Ganz easy. Macht doch Spaß. 96 meine Höchstzahl hier. Ah, okay. Nicht mehr ganz geschafft, aber 90 Stück immerhin. Das ist schon mal ein Rang S, ne? Und Zeit gibt es. So. Also, ich muss sagen, ich habe Mario Party kann man auch nur am Bildschirm spielen, also am Fernsehbildschirm. An diesem kleinen Monitor, die ist es unmöglich. Also das hier geht vielleicht noch, aber die anderen Minispiele, wo der Bildschirm geteilt wird, das macht einfach keinen Spaß. Da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Macht wirklich keinen Spaß. Ich hoffe, der Online-Modus wird noch ein bisschen verbessert. Der ist ein bisschen buggy und der schockt auch nicht ganz so. Aber mal sehen, ob da noch was kommt. Ich würde es ja gut finden, wenn man mit seinen eigenen Freunden da irgendwie spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe schon, aber irgendwie war das, glaube ich, nicht so richtig. So, ey, warum ich alle Minispiele mitnehmen? Damit ich einfach ordentlich viel Zeit habe. So, Diamanten von einem Ort zum anderen bringen und man muss aufpassen, dass nicht von den Piranha-Pflanzen gefressen. Los geht's. Warten, oder? So, sieht ganz easy aus. Ist auch für mich auch easy, weil ich mit keinem menschlichen Spieler spiele. Bei menschlichen Spielern muss man natürlich aufpassen, dass man immer im gleichen Takt doch läuft. Wird's eng. So, das war's schon. Ende. Yes. Ah, ist schon lustig. Das macht mir schon Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Also, ich hab's jetzt ein paar Mal mit zwei, drei Leuten gespielt. Macht wirklich Spaß. Ärgerlich nur, dass keiner von denen vor das Mikrofon wollte. Aber das werden wir schon irgendwann geregelt bekommen. So, wir müssen nach links. Kriegen wir nämlich nicht mehr das Ding. So, warte mal. Ein Zeitbonus. Bam. So. Oh, hätte ich die Zeit auch mitnehmen können, ne? Nein! Macht er. Na egal. Die Zeit mit. Dann ist ein Ballon, habe ich gesehen. Ja, noch mit dem Ballon. Ja, seht ihr, wie wiederholen sich die Spiele dann irgendwann, ne? Ein bisschen langweilig eigentlich. Da hätte ich mir gewünscht, warum man nicht die Minispiele allgemein damit eingebaut hat. Verstehe ich nicht. Hätte man noch machen können. Alle Minispiele beim Rafting dabei sind. Wäre spannender gewesen, glaube ich. Oh, das bin ja ich. Boah. Geld. Hat gleich wieder was verloren hier. Oh, das war knapp, wa?
So, zeig mir den Sternenhimmel. Wunderschön. Ah, alle sind fertig hier. Fix und fertig sind wir. So, komm. Gewartet. Mist. Ah, Mist. Oh, komm schon. Was alles Zeit, ne? Die ganzen blöden Felsen. Vielleicht können wir den Ballon auch weglassen. Weil, wenn den vorher nicht kriegt, fliegt er eh in die Luft irgendwann. Also Noten. Sammelt man alle Noten ein, bekommt man einen Ballon. Kriegen wir ein, mal gucken. Der Wische. Komm schon. So, welches Spiel kommt? Okay, wieder mit den Fledermäusen. Einer fehlt noch. Ende. Range ist noch erwischt. Eine Sekunde vor. Hopp. So, weiter paddeln, weiter paddeln. So, wir müssen nach links. Richtig. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh, gepasst. So, komm, wir springen ein bisschen. Monster-Attacke. Okay, hier waren wir noch nicht. Das ist der Blopper. Das muss natürlich aufpassen. Wir müssen mit den Strudeln aufpassen. Hält natürlich auf. Wir haben zwar genug Zeit, aber wir kriegen sogar noch einen Ballon. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, das sind die. Genau, das sind die mit den Pinguinen einsammeln. Erstmal lockt die alle. Dann, ich habe gelernt, wenn man sich hier vorne hinstellt, dann bringt die anderen mir den eigentlich alle hier hin. So, pass auf, stellen wir uns hier nicht hin. Da habe ich schon viele reinbekommen. So, kommt Leute, bringt mir die anderen auch noch her. Oh. So, die letzten. Oh, ist noch einer. Holt den. Ende. So. Das Ganze sieht ganz leicht aus, ist auch ganz leicht. Also nebenbei. Fertig? Ja. Und noch einmal abschlagen, wollte ich gerade sagen. So, weiter geht's auf der Monster-Attacke-Bahn. Wird aber schon noch ein großer Blocker kommen. Kommen wir leider nicht dran vorbei. Oh. Das ist natürlich, dass das Zeit kosten kann, ordentlich. Die fehlen nachher vielleicht hinten raus, um hier reinzukommen. So, noch 500 Meter. Sollte machbar sein. Ah. Boah, leider. Aber wir haben natürlich genug Zeit. Das reicht wirklich. Und schon noch so ein riesen Typ, da ist er doch schon. Schnell weg vom Megablopper. Los, paddeln, was das Zeug hält. Versuchen wir mal. Oh, ist gar nicht so leicht.
Ah, sind wir weggekommen. Eieiei. Ah. Noch einer? Aber nicht. Das war's. Das ist das Ziel. So. Das war's. Letzte Route sozusagen geschafft. Glückwunsch, danke. Wie gesagt, die letzte Runde. Jetzt müssen wir den Diamanten bekommen. Drafting. Geht nochmal die Wegstrecke an. Ich bin am wenigsten gepaddelt, wie man sehen kann. Das macht aber nichts. So, das war's. Oh, die sind ordentlich Punkte. Ich glaube, jetzt kriegen wir einen Diamanten. Genau, da kommt er. Und wie man sehen kann, habe ich da hinten den roten schon. Das ist natürlich vom Singleplayer-Brett. Was beim Raft-Abenteuer alle Routen erkundet. Sowas erlebt man nicht alle Tage, was? Man braucht viel Mut, um jeden der Flussarme zu erkunden, ohne zu wissen, wohin der reißende Strom eintragen wird. Um den erfolgreichen Abschluss deiner Reise voller Gefahren zu würdigen, bekommst du dieses Mut-Juwel. So, es fehlen uns also noch zwei Juwelen für den Stern. Sehen kann, habe ich schon den. Der gelbe ist der von der Beatbühne. Und jetzt fehlt mir noch der von dem Doppel. Holen wir uns auch nochmal. Bis zum Ende geschafft! Glückwunsch! Du hast das Mutjuwel erhalten. Die Frage, wozu das Fragezeichen da oben noch ist. Seht ihr das? Ist noch ausgegraut. Jetzt verfügbar, schwierig. Ah, okay. Hier müssen wir mal, was die man befahren möchte, um das Ziel zu erreichen. Also, wir haben den haben wir geschafft. Dann haben wir das geschafft. Und die Beat haben wir geschafft. Da sind noch zwei übrig. Könnte das hier sein? Die spielen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Den definitiv kriegt man noch einen blauen. Das ist dieser hier. Kann man mich rein, wenn man reingeht, kann man nämlich sehen, oben rechts. Hat man alle fertig, kriegt man den Diamanten ganz rechts, ne? Das hier sind nämlich Zweier-Teams. Zählen die Würfel der Summe insgesamt, also. Aber das würde ich, glaube ich, nicht jetzt machen. Das können wir beim nächsten Mal machen. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn wir den nächsten Diamanten holen, werde ich euch aber wieder erst in der letzten Runde dazu holen, weil das andere macht jetzt keinen Sinn. Donkey Kong. Ich bin Donkey Kong. Uhuhuhu, endlich bin ich da. Besser spät als nie. Was? Wollen wir zusammen loslegen? Auf geht's, Donkey Kong. Geh ich nicht mit. Wenn Kraft gefragt ist, bin ich unschlagbar. Gut, dann nehmen wir... Ich mag Daisy nicht, die kann raus. Tschüss, Daisy. Donkey Kong ist jetzt bereit für die Party. Yeah. Ja, Donkey Kong ist doch cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.